Ja, hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch vorführen, wie man einen Ingwertee zubereitet. Für die Zubereitung benötigen wir eine halbe Zitrone, natürlich den Ingwer und Honig. Als nächstes schälen wir den Ingwer und schneiden ihn in dünne Scheiben. Danach halbieren wir die Zitrone. Anschließend bereiten wir den Wasserkocher vor und gießen dann das heiße Wasser in eine Kanne. Nun nehmen wir uns das T-Sieb zur Hand und füllen dort den Ingwer ein. Um dem Tee eine süßere Note zu verleihen, nehmen wir uns das Glas Honig zur Hand und lösen einen großen Esslöffel in dem heißen Wasser auf. Dem Ingwertee werden besonders gute Wirkungen bei Magenbeschwerden und Erkältung zugesagt. Aber auch gegen Übelkeit und Blähung soll er helfen. Jetzt können wir die halbe Zitrone ausdrücken und den Saft dazugeben. Zu guter Letzt geben wir das Teesieb mit dem Ingwer dazu und lassen alles 5 bis 10 Minuten ziehen. Fertig ist jetzt unser selbst zubereiteter Ingwertee. Wir können jetzt noch alles schön anrichten und lassen ihn uns dann schmecken. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr auch gerne meinen Kanal abonnieren, um weitere Rezepte und Küchentipps zu erleben.